Weißt du, bist immer sehr impulsiv. Aber wenn wir jetzt einfach mal unterhalten oder vielleicht auch mal diskutieren, dann nicht gleich so, ja, wie eine kleine Rakete abgehst, sondern einfach auch ein bisschen ruhig bleibst. Ja, klar, ich nehme es an, ne? Und das habe ich mir, oder das habe ich verinnerlicht, dass du dir auch wünschst, selbst wenn wir diskutieren, wenn es kein Streit ist oder so, dass es auf jeden Fall von der Lautstärke dann auch ein bisschen ruhiger wird. Wie gesagt, das ganze Haus muss ja nicht mithören. Richtig. Nur ich vertrete dann auch die Meinung, dass ich sage, das, was du natürlich von mir verlangst, dass das auch ja, von dir selber, sage ich mal, umgesetzt wird. Weil gestern, als du da ein bisschen angefressen warst, da war der Ton aber, wo ich mir dachte, Roland, die Waldfee, es war jetzt nicht schlimm, aber so kenne ich dich jetzt in den Zeittagen auch nicht. Also wir müssen an unseren Kommunikationsorganen arbeiten. Ich weiß, dass ich selber auch gerne ein lautes Organ habe, aber... Ich weiß, mit mir kannst du nicht mithalten. Nein. Ich kenne das ja selber. Ich habe selber ein lautes Organ. Man kriegt das so selber auch teilweise gar nicht mehr mit, wenn man so laut redet. Und sie redet ja noch lauter als ich. Da versuche ich schon, ihr dann nachher das mal zu zeigen, dass man auch ein bisschen leiser reden kann.